willkommen auf dem Sommerfest der MT Melsung. Mitten in der Vorbereitung stellt sich das neue MT-Team auf den Herkules-Terrassen den Sponsoren vor. Ich glaube, wir haben eine ganz tolle Saison vor uns. Zumindest glauben wir das, dass wir viel richtig gemacht haben. Aber am Ende werden das erst die Ergebnisse zeigen. Und Sie alle, die heute Abend hier sind, tragen einen großen Teil dazu bei, dass wir dann hoffentlich am Ende tolle Ergebnisse feiern dürfen. Die Größe zeigt ja schon, dass das schon über den Topf Platte drüber rausgeht, das ist ja schon mal gut. Und ist ein sehr großes Talent. Wie alt bist du? 18 bist du jetzt, gell? 19 schon, fast zu alt. Aber ich persönlich bin sehr froh, dass sie da sind, weil es sind zwei wirklich tolle Handballer vor allen Dingen und vor allen Dingen zwei Bundskerle, die mal so richtig hier die nordhessische Gegend aufwirbeln werden. Hoffentlich auch meine Mannschaft, weil sie einfach gerne polarisieren. Das haben wir ja schon gesehen, wenn sie gegen uns spielen. Und deswegen ist jeder Trainer froh, wenn er seine eigene Mannschaft hat. Ja. Der Johannes kommt von Berlin, von der Champions League Mannschaft. Und ich kann von meiner Seite nur sagen, dass wir damals, wo wir entschieden haben, dass wir Sabaskar Gebietes keinen Vertrag mehr geben, uns natürlich nach was Jüngeren umgeschaut haben. Und sind dann glücklicherweise, wie das manchmal so ist, am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Johannes hat sich frühzeitig für uns entschieden. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Sommerfest der MT Melsung. Du hast jetzt schon ein paar Tage mit der Mannschaft verbracht. Wie hast du dich denn so eingelebt? Gut, sehr gut. Ich wurde super aufgenommen, sehr gut integriert. Es hat super Spaß gemacht mit der Mannschaft. Ist eine richtig geile Stimmung. Trainingslager war hart. Aber das ist ein gutes Zeichen, wenn man trotz der Härte, der Schwäche, die der Körper dann verfühlt, trotzdem noch den Spaß findet und mit den anderen lachen kann. Ja genau, Trainingslager. Du hast jetzt schon dein erstes Trainingslager mit der MT gemacht. Wie hat sich denn von der Vorbereitung bei den Füchsen unterschieden? Der Unterschied lag, glaube ich, darin, dass wir bei den Füchsen halt schon genauso viel laufen wie hier auch. Ja, aber das ist einfach... Du rennst in der Halle, du rennst deine Runden, machst immer wieder das Gleiche. Und hier war schon ein bisschen Abwechslung mit dem Rafting, mit dem Mountainbiking, allein die Atmosphäre in Österreich, die Berge, einfach das Panorama, das war einfach super toll. Und da macht es natürlich mehr Spaß, sich zu schuften, als wenn man einfach nur sinnlos in der Halle rumläuft. Ja, gleich das erste Saisonspiel ist gegen deine alte Mannschaft, die Füchse Berlin. Was erwartest du denn von dem Spiel? Ja, für mich persönlich, glaube ich, wird es ein sehr schweres Spiel. Ich hoffe, dass die Mannschaft mich da unterstützen wird. Wovon ich aber rausgehe und erwarten tue ich, dass wir da eine geile Leistung auf die Platte bringen und am Ende gegen Berlin gewinnen werden. Ja, die Mannschaft hat jetzt ihr erstes Trainingslager in Österreich absolviert. Wie war denn Ihr erster Eindruck so? Ja, ich muss sagen, sehr gut. Wir haben, denke ich, die Zeit, die wir hatten, genutzt, um natürlich hart zu arbeiten, aber auch mit Spaß dabei zu haben. Wir haben ein paar teambildende Maßnahmen gemacht, da war es auch immer mit Spaß verbunden. Und die neuen Spieler passen sehr gut zu uns. Das ist immer die erste Erkenntnis. Und jetzt muss die Mannschaft, denke ich, nächste Woche noch richtig zusammenwachsen. Ja, wie geht denn jetzt die Vorbereitung weiter? Ja, wir werden jetzt morgens erstmal in der Halle trainieren. Nach unseren ganzen Promo-Sachen wie heute, Fototermin und morgen nochmal eine Mannschaftsvorstellung. Dann werden wir nochmal in der Halle trainieren. Und dann wird ab nächste Woche so ein Mischtraining sein zwischen Athletiktraining und Handballtraining. Und werden das dann durch immer mehr zum Handballtraining übergehen und versuchen dann die Mannschaft so einzustellen, dass spätestens am 28. August jeder weiß, wohin zu laufen hat. Ja, die Saisonziele sind ja klar gesteckt. Sie möchten den 6. bis 9. Platz erreichen. Aber die Konkurrenz ist auch stark. Wie schätzen Sie das ein? Ja, in erster Linie denke ich, dass wir erstmal selber gut sein müssen. Natürlich gucken wir auch ein bisschen auf die Konkurrenz, aber ich denke, dass wir eine sehr homogene und sehr körperlich starke Mannschaft haben. Wir wollen versuchen, über eine sehr starke Abwehr mit gutem Torhüterspiel zu agieren. Natürlich auch versuchen, 60 Minuten Tempo zu spielen, ist unser Ziel und dafür brauchen wir alle Mann und hoffen natürlich, dass wir ohne Verletzungen durch die Saison kommen, das ist immer wichtig. Aber wir sind stark, das wird auch, die Experten werden das auch vor der Saison sagen und wir müssen das auch beweisen.